Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Trading Talk. Heute geht es um die QVAC Aktie, denn die ist in den letzten Wochen ziemlich gut durch die Decke gegangen. Aber vorerst gucken wir uns ganz schnell andere Impfstoffaktien an. Wir fangen an mit BioNTech. BioNTech ist ebenfalls im Aufwärtstrend, den ich mal im kurz hier einzeichnen werde. Wir sehen, es geht bergauf. Leider sind wir jetzt gerade im heutigen Bereich oder in den letzten Tagen in einer Seitwärtsbewegung gelandet und da muss man gucken, was da noch kommt und wie das passiert, vor allem wie sich das in den nächsten Tagen noch entwickelt. Moderna haben wir hier auch noch am Start. Moderna heute ziemlich gut am Performen. Wir haben hier ein gutes Plus von 1,4%, ziemlich solide Leistung von Moderna. Wir sind ebenfalls im Aufwärtstrend im Gegensatz zu AstraZeneca. Denn hier befinden wir uns deutlich im Abwärtstrend, wie man hier noch gut sehen kann. Also, es geht bergab. Doch eventuell muss man hier warten, bis sich hier ein Boden bildet. Das könnte eventuell bei 80 Euro sein oder noch tiefer bei dem Tiefstwert von ungefähr 64 Euro. Aber zurück zu QVAC. Seit Februar hat ungefähr dieser steigende Trend begonnen. Man kann sehen, es ging von hier bis ungefähr September um knapp 200% nach oben. Dann kam eine Abwärtsbewegung. Das könnte wahrscheinlich daran gelegen haben, dass die Investoren sich nicht sicher waren, wie es jetzt mit QVAC weitergeht. Die Konkurrenz wurde immer stärker. Es gab immer mehr Aktien, die sich auch mit dem Thema Impfstoff befasst haben. Deswegen haben wir diesen kleinen Abwärtstrend gehabt. Danach kam halt natürlich die Seitwärtsbewegung. Ein Boden hat sich gebildet. Und wir können jetzt aktuell sagen, dass wir im Aufwärtstrend sind. Denn wir sind aus dieser Seitwärtsbewegung raus. Man kann hier sehen, hier ging es aus dieser Seitwärtsbewegung raus. Der ganze Aufwärtstrend begann ungefähr hier und dauerte bis immer noch heute an. Das sind jetzt ungefähr knapp 57%, was finde ich eine ziemlich beachtliche Leistung ist für ein paar Wochen. Ich glaube, seit Januar hat das begonnen und seit Februar 2020 hat die Aktie fast 124% nach oben zurückgelegt. Und allein heute sind schon wieder 9% mehr draufgekommen. Was wahrscheinlich auch am DAX liegen könnte, weil der direkt zum Start in die neue Woche ein neues Rekordhoch markiert hat. Und das natürlich auch für eine gewisse Spannung in den einzelnen Einzelwerten sorgte. Der QVAC-Impfstoff, also der mRNA-Impfstoff, ist ähnlich wie der BioNTech-Impfstoff und seines Partners Pfizer. Nur bietet der QVAC-Impfstoff zahlreiche Vorteile, was zum Beispiel bei der Kühlung des Impfstoffes mitgeht. Jedenfalls haben wir einen Nachteil, und zwar ist der QVAC-Impfstoff noch nicht in dieser Phase 3-Studie. Also da müssen die erst noch durch. Und zwar brauchen die dafür 35 Teilnehmer, was sie eigentlich auch schon geplant haben, die in Europa bzw. Lateinamerika oder und Lateinamerika getestet werden, um halt zu gucken, was für Nebenwirkungen da entstehen und wie sich der Impfstoff generell an Personen oder Menschen verhält. Nochmal zur allgemeinen Corona-Situation. Und zwar haben wir seit einigen Wochen diese Mutationen, die sich vom Coronavirus weiterbilden. Und das ist im Moment sehr ein Gebiet, was die Menschen eher in Angst und Schrecken versetzt, weil sowas haben wir in Europa bzw. in Deutschland auch schon. Und ein großer Vorteil ist, dass QVAC auf dem Gebiet besonders Gas gibt. Das heißt, die sind gut oben dabei und sind einer der Spezialisten, wenn es um Mutationen um das Coronavirus geht. Zudem haben sie vor kurzem eine Kooperation mit dem Unternehmen GSK abgeschlossen und die bestehende Zusammenarbeit, die sie jetzt schon hatten, noch ein bisschen aufgebaut. Und das Ziel der Kooperation mit einem Volumen von 150 Millionen Euro wollten die Entwicklung des mRNA-Impfstoffs der nächsten Generation weiterentwickeln, sodass sie das Potenzial gegen diese Mutation vom Coronavirus haben. Das sind allgemein sehr positive Nachrichten, was man hier auch definitiv im Chart erkennen kann. Doch wie geht man jetzt am besten rein, wenn man in QVAC investieren will? Dazu habe ich einmal den 30-Minuten-Chart geöffnet und wir sehen einmal diesen gewaltigen Anstieg, der direkt heute Morgen zum Start der Börsen direkt schon hochgegangen ist. Seitdem befinden wir uns in einem leichten Aufwärtstrend und theoretisch würde ich erstmal abwarten bis 15.30 Uhr, denn die US-amerikanischen Märkte bringen da noch ein bisschen Schwung in die Bewegung. Das heißt, da geht noch ein bisschen mehr los und man könnte theoretisch auf eine leichte Konsolidierung hoffen, um dann einen perfekten niedrigen Einstiegspreis zu erwischen. Denn QVAC hat zukünftig definitiv das Potenzial weiterhin zu steigen und ist meiner Meinung nach auch noch eine sehr
gute Aktie, was die vergangene Zeit auch schon gut bewiesen haben. Das war's fürs Erste mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne positives Feedback da oder Kritik, was auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Haut rein, macht's gut. Tschö mit dir.